So, meine Lieben, wir machen heute eine schöne Yogastunde zusammen, Bereich Mittelstufe, aber ihr könnt sicherlich alle mitmachen. Richtet euch erstmal im Sitzen so aus, dass wir eine bequeme, aufrechte Position haben können. Nutzt gerne ein Kissen dazu, das erleichtert das gerade Sitzen, dass wir erstmal mit den vorbereitenden Übungen, mit den Atemübungen starten können. Dann sitze aufrecht. Bring nochmal etwas Bewegung in deinen Körper, dass wir einfach den Körper nochmal so ein bisschen spüren. Erstmal versuchen, nochmal Spannung zu lösen in Rücken, Schultern und Nacken. Und dann richte deine Wirbelsäule entspannt auf. Nimm dir nochmal einen Moment Zeit, deine Position so auszurichten, dass dein Becken ganz leicht nach vorne kippt. Dann spürst du, wie sich der Rücken automatisch streckt und heb dein Brustbein etwas an, lass deine Schultern locker nach unten sinken. Der Kopf sollte jetzt in Verlängerung der Wirbelsäule sein. Und wenn das geht, dann halte deine Augen geschlossen. Nimm dir einen Moment Zeit, zur Ruhe zu kommen. Hier anzukommen und dich jetzt auf die Stunde einzustellen. Alle anderen Gedanken schiebst du zur Seite, dass dich jetzt nichts mehr ablenkt und du ganz konzentriert und aufmerksam bei dir bist. Und so wandere gedanklich noch einmal durch deinen Körper. Entspanne ganz bewusst alle Muskeln, alle Gelenke. Dann lass gedanklich deinen Körper los und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte für einen Moment. Spüre, wie dein Atem durch die Nase ein- und ausfließt. Du hältst den Mund locker geschlossen. Zunge und Kiefer können entspannt nach unten sinken, dass ganz viel Raum für den Atem entsteht. Vielleicht spürst du, dass dein Atem ganz automatisch etwas bewusster, etwas tiefer wird, weil du deine Aufmerksamkeit auf ihn richtest. So lass dir etwas mehr Zeit für die Einatmung. Lass den Atem ganz entspannt nach unten fließen in den Bauch und nimm hier die Bewegung wahr, wie sich der Bauch entspannt ausdehnt. Ausatmend ziehst du den Bauch sanft nach innen Richtung Wirbelsäule. Einatmend löse alle Spannung in Bauch und Becken, dass ganz viel Raum für den Atem entsteht. Und ausatmend zieh den Bauch sanft nach innen. Mach so die Bauchatmung einige Male in deinem Rhythmus weiter. Dann lass deinen Atem los, lass ihn wieder von alleine kommen und gehen. Schließe deine Hände vor der Brust zur Gebetsstellung. Die Handflächen sanft geschlossen, etwas nach unten sinken lassen, der Rücken bleibt aufrecht, die Schultern entspannt. Ziehe einatmend deine Arme kraftvoll nach außen und halte den Atem. Energetisieren, kraftvolle Bewegung über die Hände. Und ausatmen, senken und schließe die Hände wieder. Einatmen, die Arme nach außen, Brustkorb weit. Atem halten, energetisieren. Und aus. Und nochmal ein. Und aus. Bringen einatmen, die Arme hoch. Wenn das geht, überkreuze die Hände und halte den Atem hier. Halte den Atem, zieh die Arme zu einer Seite, den Brustkorb ganz aktiv öffnen und ausatmend entspannt etwas einsinken. Einatmen, strecke dich. Atem halten, Seitenwechsel, erst den Brustkorb öffnen und aus. Einstrecken. Atem halten, Seitenwechsel, aus.
einstecken. Atem halten, letzter Wechsel und aus. Einatmen, strecke dich. Halte den Atem, bring die Hände an den Hinterkopf und zieh die Ellbogen aktiv nach außen im Brustkorb weit. Und ausatmend, komm locker in Bewegung und dann lass den Atem fließen. Entspann den Körper, löst hier nochmal über die Bewegung alle Spannung in Schultern, Nacken und Rücken, tief weiteratmen. Zurück zur Mitte, dann löse die Arme, wir bleiben im Sitzen, machen 3 Runden Kapalabhati, bereite dich ganz in Ruhe darauf vor. Richte deinen Rücken noch einmal auf, die Schultern entspannt und dann atme vollständig aus, vollständig ein und beginnen. Nach außen, aussenken, entspannt in den Bauch und halte den Atem nur so lange, wie das für dich bequem und angenehm möglich ist. Bleib mit deiner Konzentration im Bauchraum, entspanne den Bauch und stell dir hier eine große, gelbe, leuchtende Sonne im Bauch vor. Ausatmen, ein und aus, ein und beginnen. Einatmen nach außen, aussenken, entspannt in den Bauch und halte den Atem. Konzentration zum dritten Auge, wiederhole geistig Om. Ausatmen, ein
Und aus. Ein. Und beginnen. Ein nach außen, aussenken, entspannt in den Bauch und halte den Atem. Konzentration zum Kronenchakra, 10 cm über deinem Scheitel, wiederhole geistig um. Ausatmen, ein und aus. Dann kehre zu deinem normalen Atemrhythmus zurück. Bleib noch einen Moment mit geschlossenen Augen sitzen. Um die aufgenommene Energie ganz gleichmäßig im Körper zu verteilen, machen wir noch 3 Runden der Wechselatmung. Bring deine rechte Hand in die Ausgangsstellung für die Wechselatmung. Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand knicken wir ein. Kannst du entsprechend immer mit dem Daumen die rechte und mit dem Ringfinger die linke Nasenseite im Wechsel öffnen und schließen. Der Rücken bleibt aufrecht. Bring den rechten Arm hier vor den Körper und atme zunächst aus. Und dann schließe mit dem Daumen rechts und links ein. Rechts aus. Links ein. Rechts aus, links ein, rechts ausatmen und verändere die Richtung. Atme jetzt rechts ein, links aus, rechts ein, links aus. Rechts ein, links ausatmen und beende die Übung. Nimm dir einen Moment Zeit nachzuspüren, die Wirkung der Atemübungen auf Körper und Geist. Löse dich einmal aus der Position. Leg das Kissen zur Seite und streck die Beine vor dir aus, lockere sie vom Sitzen. Dann richte dich so aus, dass die Beine gestreckt und geschlossen vor dir sind. Nimm hier nochmal so ein bisschen Kontakt zu den Sitzbeinhöckern, Becken auf, dass wir den Rücken hier schon aufrichten.
Beine und Füße locker geschlossen. Ziehe einatmend deine Wirbelsäule ganz aktiv nach oben in die Streckung und ausatmend beug dich vor. Lass Kopf, Schultern und Rücken entspannt einsinken. Dann bleib hier in der Position. Lass den Atem ganz tief in den Bauch fließen. Nimm die Bewegung wahr, die über den Atem durch deinen Körper fließt und entspanne mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Dann löse dich aus der Position. Beug dein rechtes Bein an, nimm das rechte Bein etwas rüber. Entweder so ein bisschen oder versuch das Bein weiter rüber zu ziehen, dass irgendwann die Knie hier übereinander sind. Und einatmen, strecke den Rücken. Ausatmen, beug dich vor, lass hier wieder Kopf, Schultern und Rücken entspannt einsinken. Konzentration auf den Atem, tiefe Bauchatmung machen. Dann löse dich aus der Position. Bleib doch beim rechten Bein. Wir bringen das rechte Bein auf die andere Seite. Versuch hier die Oberschenkel so ungefähr nebeneinander zu halten. Der Fuß ist hier neben der Hüfte. Das Becken sollte möglichst gerade sein. Und dann lehn dich leicht nach hinten. Das reicht, wenn ihr euch so ein bisschen nach hinten lehnt. Aber ihr könnt natürlich ausprobieren, weiter nach hinten zu gehen. Zum Beispiel auf die Unterarme. Eine schöne Streckung in die Leiste bekommen. Schau, dass dein Becken gerade bleibt. Konzentration auf den Atem, tief in den Bauch. Löse das Bein aus der Position, richte dich auf. Linkes Bein beugen wir an, hol das Bein rüber, entweder so ein bisschen überschlagen oder zieh es weiter rüber, dass die Knie übereinander sind. Und einatmen, strecke dich. Ausatmen, beug dich vor, Kopf, Schultern und Rücken entspannen, Konzentration auf den Atem, tief in den Bauch atmen. Löse dich aus der Position. Das linke Bein kommt auf die andere Seite, also nach außen. Schau, dass der Fuß hier auf dem Fußrücken etwas neben der Hüfte liegt. Oberschenkel sind relativ nah nebeneinander. Und dann lehne dich ganz behutsam etwas zurück. Es reicht, wenn ihr auf die Hände geht. Könnt auch auf die Unterarme gehen, aber schau immer, was für deinen Körper in Ordnung ist. Nun kriegen wir eine schöne Streckung hier in die Vorderseite des Körpers. Konzentration auf den Atem, tief in den Bauch. Dann löst das Bein aus der Position, richte dich auf, beide Beine nach vorne, locker die Beine, wir strecken die Füße, die Hände kommen nach hinten, die Fingerspitzen zeigen zum Gesäß. Auch hier nochmal mit der Einatmung zunächst wieder die Wirbelsäule ganz aktiv strecken. Ausatmend hebt dein Becken, roll den Kopf in den Nacken, Fußspitzen zum Boden. Einsenken, aus, vor, Mitte ein und hoch, senken. Und vor, Mitte ein und hoch, senken und vor, Mitte ein, ausatmen, heben, dann rolle auf den Fersen zu den Seiten, dreh das Becken ganz behutsam von einer Seite zur anderen, immer schön den unteren Rücken so ein bisschen vorbereiten.
zurück zur Mitte, senke dein Becken und dann komm nochmal in die Vorbeuge. Die Hände locker auf dem Handrücken und dann schüttel hier nochmal alles so ein bisschen aus. Schulter, Nacken oder auch Beine und Füße. Dann richte dich auf, hol die Beine zum Körper ran, stell die Fußsohlen zusammen. Zieh die Füße so weit, wie es für dich angenehm ist, zu dir und lass die Beine etwas auf- und abfedern. Wir lösen Spannung an den Innenseiten. Dann halte ich hier an den Zehen oder an den Schienbeinen fest und ziehe dich nochmal ganz aktiv, so ein bisschen in die Länge raus. Versuch wirklich das Becken mit nach vorne zu bringen, den Brustkorb zu weiten. Brustbein und Kopf nach oben zur Decke und dann halt die Position. Aktiviere die Strecker auf der Rückseite des Körpers, lass den Atem weiter fließen. Dann lass den Rücken noch einmal rund nach vorne einsinken, entspann Schultern und Nacken, drück mit den Ellbogen noch mal etwas auf die Beine drauf, um die Hüften noch etwas mehr zu öffnen. Und dann hebe den Rücken und schließe die Beine, schieb dich von hier weiter nach vorne zur Hocke. Wenn das geht, sind die Füße geschlossen, die Fersen am Boden, sonst variiert das so, wie es für euch gut geht. Der Atem fließt, runder Rücken. Und dann hebt dein Becken hier leicht an, die Fingerspitzen bleiben am Boden. Dann bewegt nochmal so ein bisschen durch die Beine, Ferse und Knie im Wechsel, beugen und strecken. Dann lass beide Knie leicht gebeugt und richte den Rücken einmal langsam auf nach oben in den Stand. Locke Arme und Beine aus und bereite dich für den Sonnengruß vor. Komm auf deiner Matte weiter nach vorn. Richte deine Wirbelsäule vollständig auf. Entspann die Schultern, wir atmen nochmal tief ein und aus. Ein und Gebetsstellung. Der Kopf rollt entspannt nach vorn, entspann die Schultern, dein Brustbein ist angehoben. Richte dein Becken hier immer wieder so aus, dass das Steißbein etwas nach hinten unten zieht, die Knie sind weich. Dann roll den Kopf in den Nacken, die Arme folgen der Bewegung nach oben. Wenn das geht, mach eine leichte Rückbeuge aus der Brustwirbelsäule, die Hände flach zueinander, die Ellbogen gestreckt, der Kopf im Nacken. Und dann beug dich aus der Hüfte vor, lass die Beine gestreckt, lass Kopf, Schultern und Arme nochmal locker, gerne hier nochmal so ein bisschen auslockern. Und dann beug die Knie, bring die Hände flach neben den Füßen zum Boden, Hand-Fuß-Position und roll den Kopf ein zu den Knien. Dann bring dein rechtes Bein weit zurück, senk das Knie und den Fuß einmal zur Matte ab. Schieb dich nach hinten, einatmen, roll den Kopf zum vorderen Bein, ausatmen nach vorne, in die Streckung der Leiste, Brustbein und Kopf hebt sich. Geh mal einatmen, rück und vor, rück und vor, rück. Und dann bleib nochmal hier vorne in der Position, lass mal die Hüfte, das Becken so ein bisschen von Seite zu Seite sich drehen. Entspann nochmal Rücken, Schultern und Nacken. Zurück zur Mitte. Wir kommen in die Stützposition, vorderes Bein zurück. Eine gerade Linie, Beine, Becken, Rücken und Kopf. Und dann zieh die Knie ran, senk die Knie sanft zur Matte. Und dann bleibe hier und entspanne den Rücken. Mach mal alle Bewegungen, lass den Rücken kreisen. Schultern und Nacken können mitmachen, tief atmen dabei. Dann mach den Rücken einmal ganz rund, drück die Wirbelsäule nach oben raus, der Kopf rollt mit ein. Einmal in die Gegenbewegung, kühl den Rücken aus, Brustbein und Kopf hebt sich.
Dann zieh die Schulterblätter ganz aktiv zusammen und schieb dich vor und tief, Brustbein zwischen den Händen so weiter. Dann lass dich hier weiter in die Bauchlage gleiten und roll den Kopf in den Nacken, die Ellbogen ziehen nach hinten unten, tief atmen. Und dann stell die Fußspitzen auf, drück dich hoch, schieb dein Becken nach hinten oben raus und lass die Fersen im Wechsel einsinken, drück mal die rechte, mal die linke Ferse tief. Beide Fersen sinken ein, streck den Rücken, schieb dein Becken noch mehr nach hinten oben raus, Schulterblätter zusammen. Dann hol dein rechtes Bein nach vorne zwischen die Hände, linke Seite lösen wir. Dann schieb dich nach hinten, einatmen und roll dir den Kopf zum vorderen Bein. Und nach vorne ausatmen, streck die Leiste, Brustbein und Kopf hebt sich. Geben rück, ein und vor. Rück und vor, rück und dann bleib nochmal vorne hier in der Position. Lass auch hier nochmal die Hüfte, das Becken von Seite zu Seite so ein bisschen gehen. Entspann die Schultern, den Nacken. Zurück zur Mitte, dann hol das hintere Bein wieder nach vorne. Die Füße geschlossen, die Hände flach neben den Füßen am Boden, Handfußposition und roll den Kopf ein zu den Knien. Dann schließe die Hände und komm einatmend hoch. Gebetsstellung. Über die Vorbeuge einatmen tief und hoch. Aus tief. Links ein. Atem halten. Ausatmen, Kniebrustkinn, in die Kobra und rück dich hoch, links ein und ran, hoch, Gebetsstellung, einatmen, tief und hoch, aus, rechts ein. Wir halten, aus, Kobra, hoch, rechts, ran, hoch, einatmen, aus, links, halten, aus. Kobra, hoch, links, ran, hoch, ein, aus, rechts, halten, aus, Kobra, hoch, rechts. Ran, hoch, ein, aus, links, halten, aus, Kobra, hoch, links, ran, einatmen, Gebetsstellung. Den Atem weiter fließen. Bleib einen Moment in der Position, entspann den Körper. Und dann löst die Arme. Einatmen, ausatmen, Gebetsstellung. Einatmen tief und hoch. Aus. Rechtes Bein rück, einatmen. Ausatmen, schieb das Knie vor, öffne die Hüfte, Mitte ein. Ausatmen, vor und öffnen, Mitte ein. Vor und öffnen. Zur Mitte, bleibe hier und streck dein vorderes Bein. Beide Beine sind gestreckt, hinten der Fuß steht diagonal. Beug dich zum vorderen Bein, die Hände können am Boden oder am Schienbein sein, der Kopf rollt ein.
Dann hebt den rechten Arm, öffne den Rumpf seitlich. Der rechte Arm geht senkrecht nach oben zur Decke. Der Blick folgt der rechten Hand. Öffne den Brustkorb, Schulter nach hinten, unten, tief atmen. Und senk die rechte Hand, einatmen, linken Arm ausatmen, heben und drehen, dreh den Rumpf in die Gegenrichtung, gedrehtes Dreieck. Der linke Arm geht nach oben zur Decke, der Blick folgt der linken Hand. Wirklich wieder den Rumpf mitnehmen, Schultern nach hinten, unten, tief atmen. Und senk den Arm, beug das vordere Bein, komm in den Stütz und tief, Cobra und hoch. Rechtes Bein vor, ausatmen, vor, Hüfte öffnen, Mitte und nochmal vor und öffnen, Mitte, vor und öffnen. Zur Mitte, dann bleibe hier und strecke die Beine. Beide Beine sind gestreckt, der hintere Fuß steht etwas diagonal, Oberkörper ganz gerade zum vorderen Bein und roll den Kopf ein. Tief weiter atmen. Dann hebt den linken Arm und öffne den Rumpf in die Richtung. Den Brustkorb wirklich weiten, Schulter nach hinten unten, der linke Arm zeigt senkrecht zur Decke, der Blick folgt der linken Hand, tief weiter atmen, beide Beine gestreckt. Und senke den linken Arm, einatmen, rechten Arm ausatmen, heben und drehen, gedrehtes Dreieck, öffne den Rumpf in die Gegenrichtung, rechter Arm zeigt senkrecht nach oben zur Decke, der Blick folgt der rechten Hand. Und senk den vorderen Arm, beug das Bein, komm in den Stütz und tief, Cobra und hoch. Linkes Bein vor, vor und öffnen, Mitte, strecken. Rechter Arm geht hoch ins Dreieck, bleib hier. Jetzt bringen wir die rechte Hand vorne neben den linken Fuß. Und dann gehen wir hinten auf den Fußballen, die Variation im gedrehten Dreieck, linker Arm streckt nach oben zur Decke. Tief atmen, hinteres Bein aktiv gestreckt. Dann bringen die linke Hand innen neben den linken Fuß, beugt die Arme und bringt Stirn oder Scheitel zur Matte, hinteres Bein gestreckt. Dann drück dich hier hoch, sortiere die Hände und komm in den Schlitz und tief, Cobra und hoch. Rechtes Bein vor, vor und öffnen, Mitte und strecken. Linker Arm geht hoch ins Dreieck, bleib hier. Die linke Hand nach vorne neben den rechten Fuß, hinten gehen wir auf den Fußballen, senk die Leiste, gestrecktes hinteres Bein. Rechter Arm geht hoch, Variation im gedrehten Dreieck. Bring die rechte Hand innen neben den rechten Fuß, beug die Arme, Stirn oder Scheitel zur Matte, hinteres Bein gestreckt. Und heb den Kopf, sortiere die Hände und komm in den Stütz und tief, Cobra und hoch. Linkes Bein vor, vor und öffnen, Mitte strecken. Rechter Arm geht hoch ins Dreieck, Variation im gedrehten Dreieck. Linke Hand tief, beug dich vor. Drück dich hoch. Jetzt senk hinten das Knie und den Fuß zur Matte. Dann schieb dich nach hinten.
ziehe hier die Fußspitze aktiv an und wenn das geht, dann setze ich nach hinten auf den Unterschenkel. Die Arme schieben ganz lang vor, roll den Kopf ein. Und dann komm wieder vor und in den Stütz und tief, Cobra und hoch. Rechtes Bein vor, vor und öffnen, Mitte strecken, linker Arm hoch ins Dreieck, gedrehtes Dreieck, Variation, rechte Hand vor, geht tief. Komm hoch, senk hinten Bein und Fuß ab und dann lehn dich weit nach hinten. Wenn das geht, setz dich auf den Unterschenkel, zieh hier die Fußspitze ran. Die Arme bleiben lang vorne, roll den Kopf ein. Und komm nochmal vor und in den Stütz und tief, Cobra. Und hoch. Jetzt bleib hier, stell die Füße hüftbreit, schieb den Becken nochmal nach hinten, oben raus, streck den Rücken. Tief atmen. Jetzt versuch Becken und Rumpf zu stabilisieren, ohne was zu verhindern. Geht die linke Hand zum rechten Außenknöchel. Und die Hand wieder vor, wechsel rechte Hand zum linken Außenknöchel. Der Rumpf und das Becken bleibt stabil. Tief atmen. Und die Hand wieder vor. Das linke Bein geht nach hinten oben. Versucht das Becken parallel zum Boden zu halten. Schiebt die Ferse raus. Auch das Standbein ist gestreckt. Die Ferse wird tief. Und senkt das Bein und wechselt die Seite. Rechtes Bein nach hinten oben raus. Das Becken ist parallel zum Boden. Schiebt die Ferse raus. Tief atmen. Und dann schwingen das rechte Bein nach vorne zwischen die Hände. Linkes Bein dazu. Die Füße geschlossen. Und dann locker hier Arme und Schultern aus. Die Beine bleiben gestreckt. Greif die Hände hinterm Rücken, falte die Hände, zieh die Arme nach hinten oben, entspann Schulter, Nacken und Rücken, tief atmen. Bring die Arme zurück zum Rücken, senk die Arme nach vorne unten. Dann schließe die Hände, komm einatmend hoch. Gebetsstellung. Und locker Arme und Beine aus, sehr schön. Das war wieder ein Sonnengruß nach meinem Geschmack. Na, immer schön lange. Ja, wir wollen den Kopfstand machen und für die, die jetzt mitmachen und den Kopfstand noch nicht können, zeige und erkläre ich noch mal ganz kurz den Delfin und ansonsten gehen wir dann in den Kopfstand. Also kommen zur Matte. Bring deine Unterarme zum Boden und greif die Hände, sodass wir hier um den Bizeps, um den Oberarm fassen. Dann lass die Ellbogen so stehen und falte die Hände. Schieb dich einatmen nach hinten, Kopf zwischen die Ellbogen und ausatmen nach vorne, sodass das Kinn zu den Händen oder das Brustbein zu den Händen, Kinn weiter vorgeht. Dann immer einatmen, rück. Ausatmen vor, einatmen rück, ausatmen vor. Macht hier immer selbstständig Pause in der Stellung des Kindes. Ganz wichtig, zwischendurch immer Kopf zur Matte rollen, Arme nach hinten. Und dann richte den Rücken auf. Macht also den Delfin möglichst häufig, wirklich zur Vorbereitung, um Kraft in den Schultergürtel zu kriegen. Ja, und wer den Kopfstand mitmachen möchte, dann leite ich noch einmal kurz an. Ich drehe mich einmal seitlich. So, bringen die Unterarme zur Matte. Wir greifen mit den Händen einmal hier um den Oberarm, bringen die Hände nach vorne. Auch für den Delfin sind die Schritte ja gleich, ne? Also macht dann gerne den Delfin. Ja, dann kommen auf die Fußspitzen, bringen dein Becken nach oben und wandern hier etwas ran.
Dann stell den Hinterkopf in die Hände rein, richte den Rücken mehr auf, hol die Beine ran. Wenn das geht, richte die Beine dann nach oben in den Kopfstand auf. Löse dich langsam aus der Position und geh nochmal in die Stellung des Kindes, Arme nach hinten, Kopf nach vorne. Dann richte den Rücken auf und komm auf die Matte in die Rückenlage. Wir machen Schulterstand und Flug. Mach dir also etwas mehr Platz nach hinten auf deiner Matte. Leg dich auf den Rücken, Arm und Bein erstmal locker lassen, entspann den Körper, atme tief in den Bauch. Dann richte dich hier so aus, dass die Füße und die Beine gestreckt und geschlossen sind. Schieb die Arme lang nach unten, wir schieben die Daumen etwas unter die Oberschenkel, Schultern tief und Kopf liegt gerade. Atme vorbereitend ein. Rechtes Bein ausatmend heben und den Fuß beugen und strecken, einsenken. Mit links ausatmend hoch, Fuß bewegen, einsenken. Mach das einige Male im Wechsel, rechts und links. Wenn du beide Beine gleich oft bewegt hast, rechts und links, dann starte mit den Beinen gleichzeitig. Ausatmend hebst du die Beine, Füße beugen und strecken, einsenken. Ausheben, Füße bewegen, einsenken. Und dann hol etwas mehr Schwung, roll dein Becken weg von der Matte und dann nutz die Hände, um das Becken abzustützen. Lass das Becken in die Hände reinsinken. Die Beine zeigen zunächst diagonal nach hinten oben und lass den Atem fließen, tief weiteratmen. Wenn du mehr machen möchtest, dann zieh die Ellbogen näher zusammen, richte Rücken, Becken und Beine jetzt senkrecht dann nach oben auf. Lass den Atem fließen, der Kopf liegt gerade. Dann senk dein rechtes Bein gestreckt nach hinten unten ab, lass das Knie gestreckt, zieh die Fußspitze rein, das Becken bleibt gerade, tief weiter ab. Und heb das Bein, einatmen, linkes Bein ausatmen, gestreckt nach hinten unten, zieh die Fußspitze ran, das Knie ist durchgedrückt, das andere Bein zeigt gestreckt nach oben, auch nochmal aufs Becken achten, das steht gerade und tief atmen. Und heb das Bein, einatmen, dann senk beide Beine gestreckt nach hinten unten. Soweit wie dir das möglich ist, versuch die Beine zunächst gestreckt zu lassen. Der Kopf liegt gerade. Wenn die Fußspitzen den Boden berühren, dann löst die Arme vom Rücken, streck die Arme auf der Matte aus. Dann bleib noch einmal in deiner Position, in der du jetzt bist, und dann beug die Knie. Etwas geöffnet an, lass die Knie rechts und links neben dem Kopf zum Boden sinken.
Dann unterstützt mit den Händen noch einmal das Becken, die Beine bleiben gebeugt. Lass das Becken wieder in die Hände reinsinken, dann kannst du dich ganz langsam, ganz entspannt wieder zurück in die Rückenlage rollen. Und dann bleib in der Rückenlage, streck die Beine aus. Nimm dir einen Moment Zeit nachzuspüren, die Wirkung von Schulterstand und Flug auf die Rückseite deines Körpers. Und dann hol die Beine ran, stell die Füße hüftbreit, möglichst nah ans Gesäß. Vielleicht kannst du mit den Händen die Füße greifen, so ein bisschen ranziehen oder halten, aber wenn das nicht geht, ist nicht schlimm. Streck da die Arme einfach in die Richtung aus. Wir ziehen die Schultern schon mal ganz eng zusammen, dass sie wirklich nur so auf dem äußeren Rand der Schulter liegen und dann atme hier ein und ausatmen. Heb dein Becken, drück dein Becken aktiv nach oben. Immer einatmend etwas senken, ausatmen, nach oben drücken. Einsenken und hoch. Senken und hoch. Senken. Einmal noch nach oben drücken und halt die Position. Dann geh einmal auf die Fußspitzen, beug die Arme und versuch jetzt hier den Handteller unter das Becken zu stützen. Lass hier das Becken einmal aktiv in der Streckung abstützen, versuch die Position zu halten und wenn das geht, dann senk die Fersen wieder ab. Tief weiteratmen. Wenn das geht, dann lauf mit den Füßen etwas weiter nach vorne, um so noch mehr Streckung in die Leiste und in den Rücken zu bekommen. Dann wander mit den Füßen wieder ran, stell die Füße wieder auf, geh auf die Fußspitzen, dann kannst du die Arme lösen und den Rücken einmal entspannt ablegen, streck die Beine aus, bleib einmal in der Position, tief atmen. Dann machen wir noch den Fisch, schließ die Beine, wir schieben die Arme nach unten und dann dreh die Hände so, dass die Handinnenfläche unter die Oberschenkel greifen kann. Die Ellbogen stehen ganz nah am Körper. Und dann atme hier ein, ausatmen, heb den Kopf und den Rumpf hier etwas an, sodass du zu deinen Füßen schauen kannst. Der Druck ist auf den Ellbogen, dann weite den Brustkorb, zieh die Schulterblätter ganz aktiv zusammen und dann lass den Kopf nach hinten unten sinken, Scheitel zu Boden. Und dann heb den Kopf erst wieder vollständig an, sodass du zu den Füßen schauen kannst. Und dann löst dich aus der Position. Arme und Beine locker lassen. Lass den Kopf nochmal entspannt von Seite zu Seite rollen. Den Kopf zurück zur Mitte. Dann hol beide Beine zu dir ran. Greif die Unterschenkel oder die Knie und lass die Beine einmal ganz locker so ein bisschen kreisen vor dir. Wechsle auch mal die Richtung. Bleib hier in der Mitte, heb den Kopf und runde den Rücken. Versuch mal mit den Händen zu den Füßen zu greifen. Roll den Kopf mit ein, Kopf zu den Knien. Und wenn das geht, dann bring hier die Fußsohlen zusammen. Dann greif nochmal entweder an die Füße oder um die Knöchel. Zieh die Fersen zusammen und zu dir zum Becken ran, drück mit den Ellbogen hier nochmal so ein bisschen die Beine nach außen. Wenn das geht, lass die Fußsohlen zusammen und roll dich hier einmal zum Sitzen auf. Dann setz dich etwas von deinen Füßen weg, also die Füße bleiben zusammen, die Knie fallen locker nach außen, so einen Meter Abstand haben wir ungefähr. Und dann lehn dich vom Becken aus nach vorne, schieb deine Unterarme hier unter den Unterschenkeln durch. Und wenn das geht, dann greif die Füße und zieh dich hier aktiv so ein bisschen nach vorne. Und dann darf der Rücken rund werden, roll den Kopf ein, die Stirn auf die Fersen.
Dann löst den Rücken langsam aus der Position. Locker die Beine vor dir aus. Wir gehen in den Grätschsitz. Wenn das geht, dann nutzt deine Matte und bring die Beine so zu den Ecken der Matte. Ansonsten müsst ihr gucken, wenn die Beine nicht ganz auf der Matte sind, dann orientiert euch trotzdem so ein bisschen an der Matte, dass wir einfach auch spüren, wie wir uns verbessern und mehr in die Position kommen. Also die Beine sind gestreckt, gegrätscht, die Füße rangezogen. Wenn das geht, ist das Becken auch noch mit auf der Matte. Dann bring die Hände erst einmal nach hinten und versuch ganz aktiv dein Becken nach vorne zu schieben. Also wirklich diese Bewegung, dass wir hier das Becken aus der Hüfte so ein bisschen nach vorne holen. Wenn das geht, dann richte also dein Becken aktiv nach vorne auf. Dann bring die Hände nach vorne und streck den Rücken hier nochmal mehr. Auch hier wollen wir das Becken nochmal mehr nach vorne bringen. Zieh Becken und Brustkorb weit. Dann bleibt die rechte Hand vorne, also in der Mitte vom Becken, und der linke Arm geht nach oben und streckt dich hier nochmal. Macht euch groß. Wir denken jetzt in die Seite, also nicht unbedingt zum Bein, weil das Bein nicht genau seitlich ist, ne, sondern mach dich hier groß und dann lass den Rumpf in die Seite etwas reingehen. Ne, und der Rücken streckt sich, der Brustkorb wird weit, der Arm ist hier über dem Kopf, über dem Ohr und schau, dass hier das Becken tief bleibt, dass sich da die Hüfte nicht löst. Tief atmen. Zurück zur Mitte. Wir wechseln die Seiten. Rechter Arm geht nach oben, streck dich hier, einatmen. Und ausatmen, denk in die Seite. Ne? Also nicht unbedingt zum Fuß, sondern wirklich schön seitlich den Rumpf öffnen. Das Becken bleibt tief, Brustkorb ist weit. Lass den Atem fließen. Streck den oberen Arm lang raus. Zurück zur Mitte. Senken. Wir wechseln nochmal die Seite. Nochmal den linken Arm heben. Jetzt drehen wir den Rumpf etwas in die Richtung hier vom rechten Bein. Und dann beug dich vor. Vielleicht kannst du jetzt hier mit der linken Hand zum rechten Fuß greifen. Das kann auch die Außenseite des Beines sein. Und dann beug den Rumpf so ein bisschen zum Bein. Der Kopf möchte zum Knie. Und wir legen den rechten Unterarm in den unteren Rücken, sodass hier der Handrücken in der Taille nach vorne kommt. Und löst dich aus der Position. Wir wechseln die Seite. Streck den rechten Arm hoch, dreh den Rumpf hier etwas zum linken Bein. Dann beug dich vor und versuch mit deiner rechten Hand den linken Fuß zu erreichen. Ansonsten greife ans Schienbein, gerne so ein bisschen an die Außenseite, dass ihr euch wirklich so ein bisschen ziehen könnt. Beugt den Oberkörper vor, der Kopf rollt Richtung Knie. Und den linken Unterarm legen wir in den unteren Rücken, sodass der Handrücken in der Taille nach vorne kommt. Und dann löst dich aus der Position. Bleib noch mal einen Moment im Grätschsitz. Versuch dich hier noch mal etwas mehr aufzurichten. Wir atmen noch mal tief ein. Bring die Hände zur Gebetsstellung. Versuch das Becken vorne zu halten, Schultern entspannt. Streck die Arme hoch. Und dann beug dich aus der Hüfte vor. Bring die Arme ganz weit nach vorne und zieh dich hier so weit, wie es geht, nach vorne. Bring den Kopf Richtung Matte. Und dann wandern mit den Händen langsam wieder zurück. Sehr schön. Jawohl, von hier bringen die Hände einmal nach hinten, runde den Rücken, spür, wie das schon den Bereich hier an den Innenseiten entspannt. Und dann bring die Beine langsam zusammen, stell die Beine vor dir auf und lockere sie. Dann bring beide Beine auf die rechte Seite deines Körpers. Wir machen den Seitsitz, daraus den Drehsitz dann.
Schaut nochmal, ob ihr hier in der Lage seid, dass das Becken relativ gerade, also hier zum Boden sinkt. Sonst nehmt euch nochmal das Kissen und setzt euch hier seitlich so ein bisschen jetzt auf die linke Pobehälfte auf das Kissen, dann ist das Becken etwas gerader. So, wir richten den Rücken hier nochmal auf, bringen die Hände an den Hinterkopf und ziehen die Ellbogen nach außen, weit im Brustkorb. Tief atmen. Wir atmen hier nochmal tief ein. Ausatmen, neigt den Oberkörper zur rechten Seite, der rechte Ellbogen sinkt hier zu den Fersen. Zieh den linken Ellbogen ganz aktiv nach hinten, nach außen und der Blick geht nach oben zur Decke. Halt die Position und lass den Atem fließen. Dann heb den Rücken aus der Position. Löst zunächst einmal die Arme. Das rechte Bein, das obere Bein, das bringen wir nach vorne. Wenn das geht, versucht es über dem anderen Bein zu überkreuzen. Wenn es jetzt mit dem unteren Bein Schwierigkeiten gibt, streckt es einfach nach vorne aus. Nur Drehsitz, die Variation kennt ihr, könnt ihr also auch das untere Bein gestreckt halten. So, beide Sitzbeinhöcker sind gerade auf der Matte und du ziehst dich am vorderen Bein nochmal ganz aktiv in die Streckung, in die Länge raus. Dann dreh den Rumpf zum rechten Bein, greif mit dem linken Arm an das rechte Knie und zieh dich ganz aktiv hier zum Oberschenkel ran und wir ziehen uns in die Länge. Die rechte Hand kommt nach hinten, ganz nah am Becken auf die Fingerspitzen und einatmen, strecke den Rücken und ausatmen, dreh rechte Schulter und Kopf ganz aktiv nach hinten in den Drehsitz. Und dann nutzt den Atem. Mit jeder Einatmung bringst du etwas mehr Länge in den Körper und ausatmen, versuch dich mehr und mehr in die Drehung zu bringen. Mal einatmen, Länge. Ausatmen, drehen. Achtet immer wieder darauf, dass beide Sitzbeinhöcker Kontakt zum Boden haben, dass nicht die eine Sitzbeinhälfte hochgeht. Dann bleibt noch einen Moment in der Drehung. Wir bleiben weiter hier in der Position. Löst den hinteren Arm und bring den Unterarm hier einmal in den unteren Rücken, sodass der Handrücken hier seitlich in der Taille nach vorne kommt. Zieh mit dem vorderen Arm dich weiter in die Drehung. Du kannst in der Position noch einen Moment bleiben oder du versuchst mit dem vorderen Arm jetzt hier durch die Lücke zwischen Ober- und Unterschenkel zu kommen, dass die Hände dann irgendwann zusammenkommen, sich greifen können. Dann kann man nochmal schön nach. Und dann löse dich aus der Position. Sehr schön. Bring die Beine nach vorne, lockere sie. Wir wechseln die Seite. Die Beine gehen auf die linke Seite. Richtet euch hier nochmal aus, dass das Becken so halbwegs in eine gerade Position kommen kann. Nutzt ansonsten hier jetzt unter der rechten Seite so ein bisschen das Kissen, dass das Becken sich aufrichtet. Bring die Hände an den Hinterkopf. Ellbogen ziehe nach außen, weite den Brustkorb. Wir atmen hier ein. Und ausatmen, lass den Rumpf jetzt zur linken Seite runtersinken. Nun der Ellbogen möchte zu den Fersen. Zieh den rechten Arm ganz aktiv nach außen oben. Der Blick geht nach oben zur Decke. Tief atmen. Und dann hebt den Rücken aus der Position. Löst die Arme. Das linke Bein, das bringen wir nach vorne. Wenn das geht, überkreuzt das Bein, richtet euch hier nochmal aus, dass das Becken wirklich gerade ist, dass wir nicht auf dem unteren Fuß sitzen. Ansonsten streckt das Bein einfach nach vorne aus. Zieh dich am vorderen Bein in die Länge nach oben, streck den Rücken. Und dann dreh den Rumpf hier zum linken Bein, begreif mit dem rechten Arm rum, zieh dich hier nochmal richtig schön ran, dass wir hier zusammenziehen. Die andere Hand kommt nach hinten auf die Fingerspitzen, ganz nah am Becken. Und einatmen, streck den Rücken und ausatmen, ganz aktiv, linke Schulter und Kopf nach hinten drehen in den Drehsitz. Und dann nutzt den Atem. Mit jeder Einatmung bringst du Länge in den Rücken und ausatmen, immer noch mal so ein bisschen drehen.
Rücken bleibt noch einmal in der Position. Wir bringen den hinteren Arm, den Unterarm in den unteren Rücken. Der Handrücken kommt hier seitlich so ein bisschen in der Taille nach vorn. Zieh mit dem vorderen Arm nicht weiter in die Drehung. Kannst in der Position noch einen Moment bleiben oder probier mit dem vorderen Arm durch die Lücke zwischen Ober- und Unterschenkel zu kommen, dass wir die Hände dann irgendwann zusammenbringen, da nochmal so ein bisschen nachziehen, weiter in die Drehung. Und dann löst dich einmal aus der Position. Sehr schön. Löst die Beine aus der Position, locker die Beine. Und dann komm in die breite, tiefe Hocke. Drück mit den Ellbogen hier nochmal die Knie etwas auseinander. Hände zur Gebetsstellung und richte den Rücken auf. Von hier gehen wir ja noch in unsere Abschlusskrähe. Da machen wir erstmal die Standardkrähe. Richte dich auf deiner Matte so aus, dass die Hände zum äußeren Rand der Matte gehen. Achtet hier nochmal drauf, dass wir die Finger so ein bisschen aufspreizen. Der Mittelfinger zeigt gerade nach vorn. Dann bring dein Becken hier nach oben und verlage dein Gewicht langsam nach vorne. Drück die Ellbogen nach außen, sodass du hier mit der Innenseite der Kniekehle wieder einen Punkt suchen kannst, auf der Ellbogenspitze, wo du dich stabilisieren kannst. Dann verlage dein Gewicht ganz langsam nach vorne und heb den Kopf ganz aktiv an als Gegengewicht und dann spür, wo du einen Fuß oder beide Füße lösen kannst. Optimalerweise sind die Fußspitzen zusammen. Und dann löst dich aus der Position. Sehr schön. Locker deine Handgelenke nochmal etwas aus. Und dann würde ich sagen, haben wir eine super Stunde gemacht. Und jetzt gibt es natürlich die Endentspannung. Bereite dich ganz in Ruhe darauf vor. Wenn du dich hinlegst, dann nimm dir ruhig eine Decke oder zieh dir wieder was über, dass der Rücken auf jeden Fall dann entspannen kann, dass es nicht kalt wird. Wenn du im Sitzen bleiben möchtest, kannst du das auch gerne machen. Kann man noch so ein bisschen mehr die Konzentration üben. Dann nehmt euch auf jeden Fall noch mal ein Kissen, dass der Rücken sich schön aufrichten kann. Wenn du dich in die Rückenlage begibst, dann streck deine Beine aus und leg die Beine etwa 20 bis 30 cm auseinander. Lass auch deine Arme etwas neben dem Körper liegen, sodass Hände, Arme und Schultern gelöst sind. Lass deinen Kopf nochmal ganz sanft von Seite zu Seite rollen. Entspann den Nacken und dann find die Mitte, wo der Kopf gerade liegt, auf dem Hinterkopf. Und dann atme noch einmal entspannt ein. Und aus. Und entspanne deinen Körper. Nimm deine Position noch einmal wahr, so wie du jetzt liegst. Überprüfe noch einmal alles, ob das jetzt bequem und angenehm für dich ist oder ob du noch mal irgendetwas verändern möchtest, dann mach das so. Und wenn du deine Position gefunden hast, in der du bequem und entspannt liegen kannst, dann erlaube deinem Körper für die Zeit der Entspannung jetzt ganz ruhig und regungslos zu bleiben und dich nicht mehr abzulenken. Erlaube auch deinem Geist ganz konzentriert, wach und aufmerksam zu sein und nicht abzuschweifen. Wenn du Körper und Geist ganz eindeutige Befehle gibst, dann werden sie auch folgen. Dann bring deine Aufmerksamkeit zum rechten Bein und sage dir geistig: rechtes Bein ganz leicht, rechtes Bein ganz leicht. Linkes Bein ganz leicht. Becken und Rumpf ganz leicht. Hände und Arme ganz leicht.
Schultern und Nacken ganz leicht. Kopf und Gesicht ganz leicht. Geist ganz klar. Dann richte deine Aufmerksamkeit aufs dritte Auge, auf den Punkt in der Mitte der Stirn, etwas oberhalb der Augenbrauen. Nimm dir einen Moment Zeit, diesen Punkt ganz deutlich, ganz bewusst zu spüren. Stell dir hier einen hellen, klaren, leuchtenden Energiepunkt in der Mitte der Stirn vor. Spüre, wie dein Geist ganz automatisch zum dritten Auge fließt, weil hier der Bereich ist, in dem dein Geist am besten zur Ruhe kommen kann, weil er hier zu Hause ist. Und so bleibe ganz konzentriert und aufmerksam im dritten Auge. Wiederhole geistig, rhythmisch Om. Dein Mantra oder ein Wort, was dich erhebt. Und fahre so weiter für dich in der Stille fort.
Dann bringe deine Aufmerksamkeit langsam wieder zurück hier in den Raum. Lass deinen Atem wieder bewusster durch den Körper fließen. Atme ein paar Mal tief durch. Beginne Hände und Füße langsam zu bewegen, den Körper wieder zu mobilisieren, recke und strecke dich. Und dann zieh die Beine erst einmal zum Körper ran, so wenn du gestreckt gelegen hast, der Körper erstmal wieder so ein bisschen in Bewegung kommt, lass die Beine so ein bisschen hin und her schaukeln, entspannt. Dann richte den Rücken auf, nutze gerne nochmal ein Kissen für die letzten 2 Minuten, die wir haben. Wir wollen nochmal gemeinsam natürlich mit einem Mantra die Stunde beenden. Und wir singen heute mal das Shiva-Mantra, weil ich weiß, dass das die meisten von euch kennen. Das war wirklich so das erste Mantra, was wir immer gesungen haben vor einigen Jahren. Ja, und ich hoffe, auch ohne Liedblatt, ohne Liedzettel kriegen wir das hin. Ich singe eine Runde vor und so beenden wir für heute unsere wunderbare gemeinsame Stunde. Shiva Shiva Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva 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 Om 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 Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Om Bolo Satguru Ishanath Maharaj Ki Jai Om Shanti. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Seid fleißig. Wir sehen uns.